Am 20.09.2019 fand ein globaler Klimastreik von Fridays for Future statt. Mehrere Millionen Menschen gingen weltweit auf die Straße, um für unsere Zukunft zu demonstrieren. Alleine in Köln waren 70.000 Menschen mit dabei. In ganz Deutschland waren insgesamt 575 Städte mit beteiligt und es gingen 1,4 Millionen Menschen auf die Straße. Wir haben für euch jemanden befragt von der Bürgerinitiative Grüngürtel für alle. Ja, ich bin heute hier, um das Klima zu retten, unseren Planeten, der in einem desolaten und bedrohlichen Zustand ist. Ja, und Sie sind hier, haben ja die Initiative mit dem Grüngürtel. Was genau ist das und wie sieht da die Sachlage aus? Wir sind von der Bürgerinitiative Grüngürtel für alle hier auch mitgelaufen, weil der erste FC Köln beabsichtigt, 36.500 Quadratmeter Naturwiese zu versiegeln. Und das wollen wir verhindern. Ja, wie genau kann man sich dafür einsetzen? Jetzt ist ja die Offenlage abgeschlossen gewesen zum Bauverfahren, das läuft. Am 31.08. war die letzte Abgabemöglichkeit. Und darüber hinaus können wir jetzt natürlich in der Öffentlichkeit sein, hier mit unserer Raupe oder auf etlichen anderen Wegen. Und wir können, jeder von uns kann noch die Politiker anschreiben im Rat der Stadt Köln. FDP, CDU und SPD, das sind die das vorwiegend befürworten, dass die sich vielleicht nochmal überdenken und vielleicht auch die Wiesen mal besuchen, über die abstimmen. Die haben die zum Teil selber noch gar nicht gesehen. Also im Moment ist die wichtigste Arbeit, an die Politiker persönlich heranzutreten, weil hier sind alles deren Wähler, die hier stehen auch. Okay, ja, vielen Dank. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns mit dem Thema auch mal näher auseinandersetzen und dazu ein Video machen, schreibt es uns in die Comments. Also Freunde, alles in allem kann man abschließend sagen, dass es ein sehr gelungener Tag war. Ich kann euch nur ans Herz legen, auch auf die Demos zu gehen, da der Klimawandel im Moment an allererster Stelle in der Politik stehen sollte. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.